Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute möchte ich euch Produkte zeigen, die ich bereue gekauft gehabt zu haben. Und zwar habe ich hier eine ganze Kiste voller Make-up, ja, bei denen ich einfach nur den Kopf schütteln kann. Und ich mir einfach denke, wieso? Wieso hast du dafür so viel Geld ausgegeben oder wieso hast du dafür überhaupt Geld ausgegeben? Ja, wenn ihr Interesse an diesen Produkten habt, dann bleibt einfach dran. Ja, ich starte einfach mit dem teuersten Produkt, für das ich hier Geld ausgegeben habe und ja, von dem ich am meisten enttäuscht bin. So gut wie vom meisten. Und zwar ist es eine Foundation von Lancôme. So schaut sie aus. Ich habe damals einen Gutschein von Douglas geschenkt gekriegt von meiner Mama. Ich glaube, es waren 50 Euro damals oder so. Und dann bin ich zu Douglas hin und habe mich auch beraten lassen, habe gesagt, ich hätte Interesse an einer tollen Foundation. Und sie hat das mir auch drauf gemacht, so ganz dezent. Und ja, ich bin auch raus dann aus dem Douglas und habe mir natürlich das Make-up gekauft und fand es so toll. Und dann war ich zu Hause, habe mich in meinem Licht zu Hause angeguckt und habe mir gedacht, oh mein Gott, Annie, wie siehst du denn aus? Ja, und dann habe ich natürlich versucht, das Make-up selber mir aufzutragen. Es ist einfach viel zu dunkel. Seht ihr diese Farbe? Das ist dunkler als mein Blush hier. Auf jeden Fall habe ich für dieses Make-up 45 Euro bezahlt und habe das, glaube ich, zweimal oder so benutzt, beziehungsweise probiert es zu benutzen und es hat einfach nicht funktioniert. Und ja, meine Frage an euch, dass ihr gerne hier jetzt abstimmen könnt. Was haltet ihr davon, wenn ich euch gebrauchtes Make-up verlose, beziehungsweise verschenke? Also gebraucht meine ich damit ein-, zweimal benutzt und merke, dass es doch nichts für mich ist. Also wie gesagt, stimmt doch gerne hier jetzt ab. Und dann mache ich auch weiter und zwar mit dieser Volumes Mascara von Essence. Sie verlängert wirklich die Wimpern. Jetzt ungelogen. Das ist so eine, seht ihr das? Eine Bürste. Also die verlängert wirklich die Wimpern. Das Einzige, was mich nervt, da sind so Mikroteile drin, die halt die Wimpern auch so stark verlängern. Aber wenn man sich dann abschminkt, das dauert einfach so lange, bis man diese Wimperntusche abbekommt. Und deswegen ist es für mich einfach, ja, es ist einfach nicht meins. Ich mag das nicht so lange, mich abzuschminken. Und es gibt bestimmt Leute, die mögen diese Mascara, aber für mich ist sie leider nicht. Dann kommen wir zu einem Lippenstift, wofür ich auch viel Geld für meine Verhältnisse ausgegeben habe. Und zwar ist es ein Matt Liquid Lipstick von NYX. Es ist in dieser tollen Farbe hier. Habe ich vielleicht zwei, dreimal benutzt. Es ist für mich aber leider NYX. Es trocknet meine Lippen zu sehr aus und ja, das Ergebnis ist einfach nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, wie gesagt, je nachdem, wie die Abstimmung läuft, würde ich gerne diese ganzen Produkte verlosen. Ich weiß nicht, ob ich das alles als eine Box verlose oder als mehrere. Das werde ich dann noch entscheiden. Dann kommen wir zu einer Lidschattenpalette von Essence. Und zwar ist es die All About Rose. Ich habe eine Farbe hier relativ oft benutzt. Oder zwei. Aber die ganzen anderen Farben sind einfach nichts für mich. Und ich finde, ehrlich gesagt, einfach viel zu schade, so eine Palette wegzuschmeißen, wenn 5 von 8 Farben noch unbenutzt sind. Und ja, deswegen finde ich das halt an so Paletten ist ein bisschen schade, wenn man da nicht alle Farben gebrauchen kann. Deswegen bin ich eher ein Fan von so einzelnen Lidschatten, wo man sich selber eine Palette zusammenstellen kann, weil dann kann man sich wirklich nur, zum Beispiel, das gibt es auch von Essence hier, so sieht das aus. So einzelne, die finde ich halt top, weil dann kann man, wie gesagt, kann man einfach sich eine Palette selber zusammenstellen mit den Farben, die man braucht und die man auch wirklich mag. Ja, und dann sind wir halt immer noch bei einer Lidschattenpalette. Da habe ich jetzt auch, ich weiß gar nicht, ein, zwei Mal benutzt. Ich mag einfach die Farbe Lila nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich die mal gekauft habe. Also diese Eyeshadow. Deswegen ist das auch gehört zu den Produkten, ja, die ich bereut habe, gekauft zu haben. Mir fällt auf, ich habe viele Essence-Produkte hier drin. Aber es ist halt auch einfach so, ich bin einfach ein Essence-Fan. Ja, und dann habe ich hier dieses, ups, dieses Instant Matte Make-up. Das habe ich auch in einem Video schon mal vorgezeigt, beziehungsweise präsentiert, gemeinsam mit diesem Manhattan Make-up. Den Link dazu findet ihr jetzt hier oben. Und zwar habe ich da beiden Make-ups gegenübergestellt und geguckt, welches besser ist. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin von keinem zufrieden.
Ich denke, dass dieses Manhattan Powder Matte Make-up gut ist, aber ich habe es einfach viel zu dunkel gekauft und da ist auch noch so viel drin. Also für Leute, die diesen Ton brauchen, und zwar ist das Warme Sand in der Farbe 83, denke ich, das ist toll. Also wenn einer von euch das gebrauchen kann, dann schreibt mir doch gerne unten in die Kommentare. Ja, und dieses Instant Matte Make-up ist überhaupt nicht, also das ist alles andere als matt. Es ist total glänzend, es klebt im Gesicht und ja, ich bin damit überhaupt nicht zufrieden. Aber das wurde jetzt auch inzwischen vom Sortiment aus dem Sortiment rausgenommen. Deswegen kann es euch nicht passieren. Ich habe es, glaube ich, mit den Foundations. Und zwar hier habe ich einen von Trend It Up in der Farbe 030. Das ist eine 2-in-1 Camo Make-up und Concealer, hochdeckend in Glow-Effekt. Glow-Effekt stimmt, man glänzt echt sehr. Aber dass das wirklich steckt, das kann ich nicht bestätigen. Und ja, da ist auch noch so viel drin. Ich glaube, ich habe das auch zweimal benutzt oder so. Dann habe ich noch eine Foundation. Und zwar ist das von Kiko, ein Skin Evolution. Ja, das ist auch nicht meins. Ich weiß auch nicht, ich bin einfach nicht zufrieden mit den ganzen Foundations. Ich bleibe einfach bei meinen Essence Matte Mousse Make-up. Damit bin ich einfach so zufrieden. Und das kostet nicht viel. Und ja, damit kann ich einfach persönlich nichts falsch machen. Also wie gesagt, das ist hier von Kiko. Habe ich ein paar Mal benutzt, aber bin leider damit auch nicht zufrieden. Dann zu dem größten Fail. Und zwar ist das, Moment, ist das von Trend It Up ein Eye Base. Das habe ich mir mal gekauft, weil ich es ja überall gesehen habe. Eye Base hier, Eye Base da, bla bla bla. Ich bin, das ist so trocken. Seht ihr das? Man kann das so kratzen. Ich weiß nicht, entweder benutze ich das falsch. Ich habe das zweimal probiert zu benutzen. Das funktioniert überhaupt nicht bei mir. Keine Ahnung, ich kann das noch nicht mal verteilen. Und ja, deswegen liegt das in meiner Schublade und habe mir gedacht, ich zeige es euch, wenn einer Interesse daran hat, gern meldet euch. Dann kommen wir zu noch einem Kiko-Produkt und zwar ist es ein Lippenstift. Die Farbe, ehrlich gesagt, ist mega schön. Das ist so wirklich so kaffeebraun. Das riecht auch sehr lecker, so nach Schokolade. Ja, aber bei mir irgendwie hält die Farbe überhaupt nicht gut. Beziehungsweise sie verteilt sich auch nicht gleichmäßig und deswegen bin ich damit unzufrieden und benutze das eigentlich gar nicht. Nur vielleicht ein paar Mal hier bei Videos oder so benutzt, weil man hat das ja nur kurz drauf. Wie gesagt, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil die Farbe an sich mir wirklich sehr gut gefällt. Mir auch weiter bei Farbe, das ist eigentlich schon peinlich, das zu zeigen. Und so habe ich mir hier von Essence Mar Stay With Me so ein Lipgloss gekauft. Ich bin kein Fan von Lipgloss, muss ich sagen. Jetzt, es riecht gut. Das ist einfach wie so ein Kinderlipgloss. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Mir ist hier auch mal was ausgelaufen. Sieht aus wie Kleber oder so. Ja, wie gesagt, habe ich vielleicht einmal benutzt. Dann kommen wir zu einem Augenbrauengel. Ich versuche das immer wieder mal zu benutzen. Aber bin trotzdem immer aufs Neue enttäuscht, weil ja, das sieht einfach so putrig aus. So, keine Ahnung, es verteilt sich überhaupt nicht gut. Und ja, wie gesagt, bin einfach nicht zufrieden damit. Gibt bessere Produkte, beziehungsweise ich greife immer wieder auf einen Augenbrauenstift zurück. Und dann habe ich noch zwei Produkte, die ich, mit denen ich leider nicht zufrieden bin. Und Mary, tut mir sehr leid, aber mit diesem Nagellack und mit diesem Lipgloss, was du mir in dein Tauschpaket geschickt hast, bin ich leider, was heißt nicht zufrieden, das sind einfach leider nicht meine Farben, aber klar, es ging ja auch um deinen Herbst-Make-up-Look und deswegen möchte ich das auch euch, liebe Zuschauer, verschenken oder verlosen, wie auch immer, und deswegen packe ich das auch mit in diese Box hinein und ja, ich bin gespannt auf euer Ergebnis bzw. auf eure Antworten und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt diesem doch gerne einen Daumen nach oben. Natürlich würde mich auch eure eigene Meinung interessieren zu den einzelnen Produkten oder schreibt mir einfach in die Kommentare, wofür habt ihr am meisten Geld ausgegeben, habt, womit ihr total unzufrieden seid, wie ich zum Beispiel hier mit dieser Lancôme Foundation. Ja, das war's mit meinem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!